Moisken, wie geht's denn so? Schon lange nicht mehr gesehen? Ja, so, ich arbeite viel, wisst ihr, da kannst du ja nicht überall sein. Was machst du denn so aktuell? Ich drehe gerade einen Film mit Simone, mit meiner liebsten Freundin und Ex in Leipzig. Ernsthaft? Ja. Funktioniert's? Alles in Ordnung? Nicht so, was die Boulevard schreibt? Ach, gar nichts dran? Alles Quatsch. Mann, hör auf. Ja. Und sonst funktioniert es mit der neuen Liebe auch gut, sehe ich? Nee, ist nicht meine neue Liebe. Schwester? Nee, auch nicht. Kannst du, Bruder, nee. Hör auf, erzähl. So, ich bin nach wie vor mehr oder weniger solo. Das heißt, du könntest eine Wochenendebeziehung brauchen, ich könnte Sonntag noch einen Tag ranhängen. Du, da muss ich schon wieder wegfahren, wisst ihr. Ich fahre mit, ja. Ich bin mobil. Du willst mitfahren? Mhm. Echt? Was machst du denn hier jetzt auf der Modefashion? Da passiert nichts mit den Ich gucke mir jetzt was an hier einfach mal. Okay, einfach so ein Schluckchen Champagner, der Rosé ist ganz toll. Ja. Mhm. Schön. Lecker. Aber kann ich um die Zeit, glaube ich, noch nicht, weil da kannst du mich schrankfertig machen. Die Schauspieler trinken alle nie nah vor 10 und morgens um 8 liegen sie im Bett mit einer Bulle, oder wie heißt das da? Mit einem Molle-Bier noch? Richtig, aber ich bin ja ein früher Vogel, egal wann ich ins Bett gehe. Ist immer früh, ne? Stehe immer früh auf. Toll. Ja. Deine neuen Projekte hast du besprochen, auf der Mode, Fashion Week. Ist das deine erste Show jetzt? Das ist meine erste Show und glaube ich auch die einzige. Ich bin jetzt nicht so der Modefreak, ehrlich gesagt. Man ist eingeladen, man muss kommen. Man geht hin, guckt sich das mal an aus Interesse und dann geht man wieder weg. Manche, ich liebe dir. Jan Sosniak ist der Beste, finde ich, oder? Ja, der ist auch geil. Den finde ich auch gut. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich muss mir aber fragen. Entschuldigung. Tut mir leid. Weiß ich. Jan Sosniak, der bringt mich um.